Moin, ihr Nichtschwimmer und Nichtschwimmerinnen. Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Und zwar habe ich mir überlegt, vom Battle Pass bin ich ja jetzt schon eigentlich die großen Gewinner alle durchgegangen. Sprich die Fahrzeuge, die man bekommen kann. Unter anderem ja auch diesen Deckman, den man sich über die Coins per Kisten dann... Der Satz war völlig falsch, ich fange den Satz mal an. Den Deckman kann man sich ja als Beispiel eben aus Kisten holen, die man wiederum mit Coins kaufen kann. So ist es richtig. Und die anderen drei Fahrzeuge hatten wir auch schon gesehen. Unter anderem auch noch die Skins, so wie beim Warrior hier als Beispiel eben. Sind wir auch schon alles durchgegangen. Was ich aber bisher vernachlässigt habe, und ich finde, das sollte man auch ruhig mal zeigen, sind... Moment, ich gehe erstmal wieder auf den, weil auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn wir auf Battle Pass gehen. Es gibt ja viele kleinere Gewinne. Die habe ich komplett unterschlagen bisher und die können wir jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen. Weil da ist auch durchaus interessantes Zeug bei. So, fangen wir mal an. Eben, sobald man eben Zugang hat, bekommt man ja einmal ein Ticket für die Mission, was ich ja auch in dem Missionsvideo erklärt habe. Den Titel Meuterer und diesen lustigen Clown. Den kann man sich dann als Dekal auf den Panzer pappen. Finde ich eigentlich ganz nett, wenn man draufsteht. Ist nicht jedermanns Sache, aber warum nicht? So, jetzt gehen wir einfach mal durch. Alle paar Level gibt es ja die blauen Jungs hier. Das sind ja die bekannten Booster, wo man eben 900%... Ich will da genau mit dem Cursor drauf, dann verschwindet es. Das funktioniert nicht. 900% extra, wie heißen die denn? Schlachtmünzen, da steht es doch, bekommt. Und da kommt man gut mit voran, wenn man die geschickt einsetzt. Werde ich jetzt natürlich nicht jedes Mal, wenn die kommen, wieder erwähnen. Ihr wisst, die blauen Jungs, das sind die Booster. Interessantes Zeug. Ja, auf Level 3, da haben wir das nächste Dekal. Finde ich persönlich nicht so geil, aber vielleicht steht ja jemand drauf mit den gekreuzten Äxten. Es heißt Feueräxte des Zorns. Entschuldigung, Schluck getrunken. Ja, Level 4 Booster. Auf Level 5 gibt es 7 Tage Premium-Zeit. Ist auch nie weg. 6 Booster. 7, das nächste Ticket für die Mission. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal besprochen in dem Video, wo ich die Missionen vorstelle. 8 Booster. 9, die Pommesgabel. Jo, wie heißt er hier? Süchtig nach Freiheit. Benutze ich sehr gern, gefällt mir gut, aber so als alter Metalhead, da findet man sowas immer geil. Ja, auf 10 gibt es den Ontos, darüber gibt es ja auch ein eigenes Video von mir. 11 Booster, 12 das dritte Ticket für die dritte Reihe Mission. 13 Booster, 14 blutiges Match. Jo, schöne Baseballschläger mit Nägel oben drinne und ein Käppchen ist nicht meins, aber... Trotzdem, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auf sowas steht. Kann man sich auch gut auf den Panzer kleben. Auf Level 15 gab es den Schlachtfeldruhm-Booster Platin für 12 Stunden. Ja, ist so ziemlich der beste Booster, den man kriegen kann. Ist nie weg, kann man immer gut benutzen. Auf 16 10 Millionen Ingame-Credits. Kann man immer gebrauchen. Gut, viele alte Hasen, die haben teilweise Milliarden auf dem Konto. Die werden darüber lachen. Aber für den einen oder anderen Spieler, auch für mich, ist das eine ganze Menge. Kommt man wieder ein Stück vorwärts mit. Auf 17. Herzloser Koch. Den fand ich lustig, ne? Mit der Gasmaske, ist das eine Sonnenbrille? Mit der Brille und eben den zwei, wie nennt man die? Sind das auch Äxte? Hackebeil, ne? Ja, müsste ein Hackebeil sein. Fand ich ganz lustig. 18. Wieder einer von den Boostern. Also... Die kann man echt gut gebrauchen, deswegen kriegt man die auch öfters mal. Also da kommt man immer gute Schritt voran. Auf 19 gibt es den Titel Rebell, ne, was man sich hier oben unter seinen Namen klatschen kann. Ist ganz nett. Nicht wichtig, aber nett. So, auf 20, da gab es die erste Tarnung. Und zwar die Wüste, Chaos. Zeige ich gleich separat direkt am Panzer. 21, Booster. 22, 300 Gold. Auch nie weg. 23, Booster. 24, Chaoskrieger. Ich mag den sehr gern leiden. Ich finde den super, vor allem mit der roten Clowns-Nase. Den habe ich jetzt mittlerweile schon auf ganz vielen von meinen Fahrzeugen, weil ich finde den einfach gut. Gefällt mir. 25,
Chaos-Tarnung Winter. Wie gesagt, gleich auch separat nochmal. 26 Booster. 27, nochmal ein Schlachtfeld-Ruhm-Booster Platin für 12 Stunden. Wie gesagt, die kann man immer gut gebrauchen. Bringen einen immer ein gutes Stück vorwärts. So, dann auf 28. Stopp. Battle Pass Emblem. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das ist auch ein Decal, ne? Oder ist das hier oben mit bei? Ich muss mal kurz schauen. Ja, ist auch ein Decal. Das kann man sich auf dem Panzer kleben. Auf 29 ein Avatar. Das Bildchen, was man eben hier oben hat. Fand ich auch super. Hatte ich die ganze Zeit lang drin, bis dann eben der mit der Animation gekommen ist. Den finde ich dann noch eine Spur geiler. Aber dieser ist auch schon ganz cool. Er erinnert mich vor allen Dingen an eine Band, die ich gut kenne. Ich grüße euch mal, Jungs. Die Band Meatknife, Gore Grind. Dürfte den meisten nichts sagen, aber die haben auch auf der Bühne immer solche Masken auf. Und dann ist schon ganz lustig. So, auf 30. Der gute 7er BWP 2000. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Klasse Kiste. Und mit Level 30 auch relativ einfach zu erreichen für die meisten. Auf 31 Booster. 32 nochmal ein Schlachtbildruhm-Booster Platin für 12 Stunden. Auf 33 Engel des Zorns. Das ist auch ein Decal, was man sich auf den Panzer kleben kann. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil, aber das ist ja auch alles Geschmackssache. 34 nochmal 300 Gold. Kann man immer gebrauchen, wofür auch immer. 35. Ja, wieder ein Booster. Und auf 36 die dritte Tarnung, Chaoswald. Zeige ich gleich, wie gesagt, auf dem Panzer nochmal separat. Auf 37 ein Decal mit Handschellen. Verbrochene Handschellen. Oh ja, Tatsache. Ja, auch wem es gefällt. Mir gefällt es. Ja, ich kann nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, aber es ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt haben muss. Aber es ist halt dabei. Und vielleicht mag es ja jemand anders umso mehr. 38 Booster. Ich muss im Schluck trinken. Entschuldigung. Geht weiter. 39. 50 Millionen Ingame Credits. Ja, wie gesagt, für manche oder auch für viele, die lang dabei sind, lächerlich. Aber für Einsteiger oder eben auch so Spieler wie mich, die eh nie viel Geld auf der Uhr haben da oben, brauchbar. Besser geht's nicht. Kann man sich auch dann direkt mal ein paar dicke Panzer kaufen, wenn man sie freigespielt hat, logischerweise. So, auf 40, was ich gerade schon angesprochen habe, der animierte Avatar, brennender Wahnsinniger, der bleibt auch drin, den finde ich super. Das ist genau mein Geschmack. Top-Teil. 41 Booster. 42, wieder ein Schlachtfeldruhm-Booster Platin für 12 Stunden. 43, Titel Engel des Zorns, habe ich auch hier oben drin. Ja, wenn man es hat, benutzt man es halt, ne? Was haben wir hier? Street Fighter auf 44. Das ist auch ein Decal, was man sich auf den Panzer kleben kann. 45, wieder ein Booster. 46, 30 Tage Premiumzeit. Ist nie weg, kann man immer gut gebrauchen. Und das Schöne ist ja auch, dass man die einsetzen kann, wenn man will. Sprich, die sind ja unter Waren, unter Bestand sind die ja aufgeführt und dann kann man die wirklich dann erst starten, wenn man es auch wirklich möchte. Die werden nicht gleich aktiviert, sobald man sie kriegt. Finde ich sehr gut. In einem anderen Spiel ist es, glaube ich, genau andersrum. Da werden die gleich ausgelöst. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist ja auch wurscht. Ja, Level 47 oder Rang 47, Schlachtmünzenbooster. 48, Werkzeuge des Chaos. Oder Werkzeug des Chaos. Ja, ist ganz nett. Auch nicht mein Geschmack. Aber muss ja jeder wissen, was er davon hält. Auf 49, auch ein sehr schöner Avatar, leider nicht animiert. Sonst hätte ich den reingehauen. Mit dem Anarchiezeichen. Aber auch schick, habe ich auch schon bei manchen gesehen. Kann sich sehen lassen. So, und dann kommen wir zu Level 50. Das Fahrzeug, den Objekt 490, habe ich euch ja schon vorgestellt in einem anderen Video. Den bekommt man eben auf diesen Rang. Zusätzlich eben den Destroyer Skin. Und Anarchie 2.0 als Decal. Ist eigentlich auch ganz schick, muss man mal gucken. Vielleicht passt das ja auch auf den einen oder anderen Panzer von mir drauf. So, ja, ab Level 51 kommt dann eigentlich immer dasselbe. Wie man sieht, das sind diese besonderen Kisten. Elite-Versorgungskiste. Da drin, oh, ich lese mal vor. Versorgungskisten enthalten oft eins oder mehr der folgenden Gewinne. Einzigartiges Premium-Fahrzeug oder ein Kommandant.
garantiert. Also man bekommt auf jeden Fall ein Fahrzeug oder einen Kommandant, so verstehe ich es auf jeden Fall. Und es können noch mit drin sein 15.000 Schlachtmünzen für den nächsten Battle Pass. Ja, ist eine feine Sache. Ich habe zwar jetzt schon von einigen gehört, dass sie dann nicht ganz so zufrieden waren. Da hat es dann wohl nur ein Level 6 Panzer gegeben und das ist natürlich für die Punkte, da braucht man, glaube ich, ich muss schauen, 32.500, das ist schon ordentlich pro Kiste. Und da verstehe ich auch, wenn manche so ein bisschen geknickt waren, weil sie nur einen 6er gekriegt haben, das ist dann wirklich ein bisschen wenig, finde ich auch. Tja, kann man nichts dran machen, ist leider so. Aber ich würde da auch jeden eher gönnen, mindestens einen 8er rauszuziehen oder so. Hängt natürlich auch vom Glück ab. Und es gibt wahrscheinlich auch einige, die haben da schon richtig Gewinn mitgemacht, aber da habe ich leider noch nicht so wirklich was von mitbekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass man da auch was Ordentliches kriegen kann. Angeblich heißt es ja auch, dass man da so Sachen wie den Alte, also Sachen, die schon mal rausgegeben wurden, aber dann nicht mehr zu bekommen waren, wie ja den Alte vom ersten Battle Pass oder diverse andere, dass man die hierüber kriegen können soll. Müssen wir so glauben, wird wohl stimmen. Ja, und wenn man es wirklich bis 60 schafft, bekommt man nochmal den Extra-Skin, Object 490 Devastator-Skin. Den kann ich gleich auch noch einmal zeigen. Ich habe den zwar noch nicht, aber man kann ja die Vorschau sehen. Noch eine Kiste. Ja, und ein Banner. Ist das eine Flagge dann, oder was ist das? Ich schätze mal, das wird eine Flagge sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wie ein Decal sieht es nicht aus. Wäre auch ein bisschen popelig dafür. Soll wohl eine Flagge sein. Ja, und somit haben wir das einmal alles abgefrühstückt. Wir gehen jetzt einmal zurück. Dann machen wir jetzt erstmal eben den Skin vom ihn hier. Damit das alle mal im sehen. Und zwar ist das nicht dieser hier, sondern dieser. Disco, Disco, Party, Party. Ja, ist irgendwie ganz cool, aber ist schon recht auffällig, ne? Also das... Das sehe ich jetzt erst. Da sind ja sogar Lautsprecher und Boxen dran. Ja, das ist wirklich Disco, Disco, Party, Party. Oh, wir machen mal die Einblendungen weg hier. Mit zwei Fähnchen hinten dran. Oh, hinten beleuchtet. Ich habe mir den auch noch gar nicht so genau angeguckt. Auch mit diesem grinsenden Clownskopf. Mit Corpse Paint. Ey, das ist ja richtig Black Metal hier. Ich glaube, ich muss auch bis Level 60. Lautsprecher hinten dran. Das ist ziemlich abgefahren und verrückt. Aber warum nicht? Ist schon irgendwie cool. Aber muss natürlich eben jeder selber für sich wissen, ob man sich wirklich sowas anziehen wollte. Ich glaube, wenn ich den hätte, würde ich ihn benutzen. Nur um zu nerven. So, dann jetzt zurück. Klicke die Klick. Wo ist der Gute? Irgendwo da. Da ist er. Ich habe die Tarnung mal hier angebracht. Ja, hier haben wir die Waldtarnung. Ich gehe schon mal in den Modus rein, dass wir gleich umschalten können. Kann man benutzen, finde ich persönlich jetzt gar nicht so schick, aber das ist ja auch alles Geschmackssache, kann man durchaus nehmen, warum nicht. Die hier, obwohl es eigentlich dasselbe Muster ist, mit der Farbgebung, gefällt mir aber schon besser. Für Wüstenumgebungen gar nicht mal so schlecht. Auch natürlich Geschmackssache, aber die hier gefällt mir gut, dasselbe Muster. Aber durch die Kontraste hell-dunkel kommt das richtig gut rüber. So als Wintertarnung. Gefällt mir persönlich am besten von den dreien. Aber das muss halt jeder selber wissen, ist ja ganz klar. Da hat jeder seinen eigenen Geschmack. Mir gefällt die Winter gut, die für Wüste auch nicht schlecht. Und die grüne ist nicht so mein Ding, aber ich stehe ja eh nicht so auf grün. Da passt dann schon. So. Jetzt haben wir eigentlich alles abgefrühstückt, was es noch so zu sagen gab zum Battle Pass. Und ich werde jetzt noch einfach eben, damit es nicht ganz so langweilig war, eine schöne Runde mit dem M95 Deckman hinten dran hängen. Die habe ich gerade eben erst gefahren vor einer Stunde. Und die hat mir ganz gut gefallen. Und ja, die hänge ich jetzt dran und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis dann! Jawohl, da sind wir in der Runde angekommen. Und zwar eine Runde Glops, wie immer, 10 gegen 10 auf Roughneck Sibirien. Und auf jeden Fall geht es erstmal Richtung Punkt 2. Meistens fahre ich eigentlich immer erst durch zur 3, aber diesmal hatte ich mich entschieden, einfach mal zu 2. Warum nicht? Der Feind erobert Punkt 1. Kick, die waren schneller als wir. Hey. Ach, ich muss eben den Lautsprecher hier leiser machen. Nicht, dass wir das wieder alles doppelt in der Tonspur haben. So ist besser. Ja, hier geht das Gedränge los bei der
2, beziehungsweise das Gedränge kommt gleich erst. Da geht's los. Und irgendein Hayopai fährt jetzt gleich aus dem Kreis raus, dass er wieder zurückgesetzt wird. Nee, ach, das war gerade eben schon, ne? Kann auch eine andere Runde gewesen sein. Irgendwie bin ich heute wieder überfordert. Das geht alles viel zu schnell. Naja. So, jetzt geht's auf jeden Fall zu 3. Da hinten fährt auch ein Deckman rum. Ja, und anstatt durch die Mitte zu gehen, gehe ich diesmal von außen ran. Sonst fahre ich eigentlich immer durch die Mitte. Aber das hat mir hier ganz auch ganz gut gefallen. Man muss ja auch nicht immer gleich spielen. Man kann ja auch mal anders spielen. Wir können direkt probieren, ob es mit der... Natürlich geht's nicht. Hehe. Darum zoome ich jetzt noch nicht rein. Meistens nach dem ersten Tod funktioniert die Steuerung. Da war noch ein Deckman, den ich jetzt auch erlegt habe. Mit einem ganzen Schadenspunkt. Das hat sich gelohnt. Ja, und es zeichnet sich eigentlich jetzt schon ab. Man merkt, wir haben kaum Gegenwehr. Bis auf die paar Jungs, die gerade hier waren. War nicht die schwerste Runde. Also, es gibt manchmal doch mehr Gegenwehr als in diesem Match. Aber was willst du machen? War trotzdem eine schöne Runde. Und ich mag diesen Panzer sehr gerne. Ich habe übrigens auch die kanadische Wintertarnung drauf. Die gefällt mir auch richtig gut. Die sieht auf einigen Panzern richtig gut aus, weil die so schön schmutzig ist. Kann sich sehen lassen, meiner Meinung nach. Also die hat mir echt gefallen. Die anderen beiden waren nicht so meins. Aber auch da gilt ja eben, ist ja Geschmackssache. Jeder hat andere Vorlieben. Ja. Es kam keiner, um sich die 3 wiederzuholen. Und die 1 geben sie mehr oder weniger auch gerade ab. Schon schade eigentlich manchmal. Ich meine aber, dass ich gleich noch ordentlich auf den Rüssel kriege hier. Oh ja, da kommen jetzt auch welche. Der Deckman kommt und ein T90 MS. Irgendwie wusste ich nicht genau, wie ich fahren will. Das sah gerade sehr unbeholfen aus. Aber in diesem Fall stelle ich mich immer ganz gern hier zwischen, weil hat man von links und rechts ein bisschen Deckung. Das ist nie weg. Ja, reinzoomen brauche ich im Moment ja nicht, weil man wieder nichts Vernünftiges zu sehen kriegt. Wo kam das denn her? Bin geradeaus? Moment, ich zoome doch mal rein, auch wenn ich das selber lenken muss. Ach, von ihm war das bestimmt, ne? Ja. Man hat gar nicht gesehen, dass er geschossen hat, ne? Vielleicht bin ich auch einfach nur wieder blöd. Ich zoome erstmal nicht rein. Ach ja, mit denen habe ich jetzt gleich hier so ein kleines Gefecht, was ich zum Glück dann noch gewinne. Aber irgendwie klappt das auch nicht so gut. Aber der hat ja auch wieder diesen Schutzschild mit drin. Das finde ich furchtbar nervig. Kann ich nur immer wieder sagen. Die OP-Failure, die ist wirklich... Bah. Wie gesagt, in PvE und so habe ich da kein Problem mit, aber in so PvP-Situationen wie hier, siehst du, der hätte eigentlich tot sein müssen und was passiert? Der lebt immer noch. Nur ist er kaputt. Prost! Boah, wie ist der Sommerwald durch, du? Ich mag's nicht mehr. Nur am Austrocknen und am Schwitzen. Widerspricht dir das eigentlich, wenn man schwitzt und austrocknet? Nee, das ist ja sogar dasselbe, ne? Oh, Fragen über Fragen. Ja, man sieht, ich bin jetzt eigentlich ziemlich kaputt. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt zurückfahre zur Reparaturstation, was sich meistens nicht lohnt, es sei denn, man ist dicht dran, kann ich mir genauso gut hier unten reinstellen, den Cap versuchen zu holen. Ja, und einfach so lange auszuhalten, wie es irgendwie geht. Die Reparaturstationen sind immer schön und gut, aber wie gesagt, wenn man da fast 2 Minuten oder so hinfahren muss, wenn man eine platte Kette, wollte ich gerade sagen, platten Reifen, kaputte Kette hat oder was weiß ich was, da kann man genauso gut dann sich abknallen lassen oder noch versuchen, eben wie hier, ein bisschen was zu leisten. Klar, wenn man sich abknallen lässt, kostet es 25 Tickets, aber wenn man 2 Minuten irgendwie durch die Gegend fährt, um wieder repariert zu werden und um dann wieder zurückzufahren, kostet halt meistens auch noch mehr Tickets, also daher... Manchmal darf man sich ruhig opfern. Hier klappt es zum Glück ganz gut, dass ich den Punkt holen kann und halten kann. Und keiner kommt. Hat mir gefallen. So soll's sein. Kann man schön die Füße hochlegen im Panzer und einfach ein bisschen abwarten. Um die 5 kloppen sich die anderen.
Und was ich hier jetzt gerade versucht habe, weiß ich auch nicht. Da kam gerade das Blubbergeräusch. Da kann man ertrinken an der Stelle. Habe ich auch noch nie mitgekriegt, bis ich da mal abgesoffen bin, weil ich nicht aufgepasst habe. Da war der Ton zu leise. Kann passieren. Ja, jetzt haben wir auch noch Punkt 5. Ja, die Gegenwehr von dem anderen Team war nicht die höchste. Und ich sehe auch gerade schon, der Leclerc T40 hat sogar minus einen Kill. Das heißt, er hat wohl irgendwie übertrieben. Naja, besser er als ich, ne? Ja, sehr aufregend ist das, was ich hier jetzt gerade mache, natürlich nicht. Aber ich habe es ja schon öfters mal gesagt, es macht durchaus Sinn, die Punkte, die man geholt hat, auch irgendwie zu behalten. Oder zumindest so lange zu blockieren wie möglich. Was schießt denn da? Ach, das Gunship haben sie oben. Ja, der konnte mich hier zum Glück nicht treffen. Darum, hier unten stehen ist eigentlich besser als da oben stehen. Kommt auch natürlich drauf an, in welchem Team man ist. Wenn man jetzt im Gegnerteam wäre, würde man eher da oben besser stehen wegen Deckung als hier unten. Aber wenn man eben von unten startet, die Runde aus dem Süden, dann ist man hier unten besser aufgehoben. Eben für den Fall, dass da ein Flugzeug kommt oder eben auch die Feinde über den Hügel. Ich frage mich, wie lange ich hier noch stehe. Das ist ja furchtbar. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann können wir so ein bisschen das Panorama genießen hier. Von wo kam das Flugzeug denn jetzt noch? Ich sehe es. Ach, da vorne sieht man es jetzt. Haben sie über die 5 geschmissen. Hat der seine eigenen Leute mit abgeräumt oder was? Ja, so ein paar, ne? Ja gut, manchmal kann man es nicht verhindern. Ja, ich hatte mir jetzt auch gedacht, nun reicht's mit doof rumstehen hier, weil es eigentlich jeden Moment umschalten muss. Und bin dann einfach mal kaputt, wie ich bin, losgefahren. Mein Ziel war, der Punkt für das Gunship, dass wir das auch bekommen. Wollte ich einfach versuchen, auf gut Glück. Man wird gleich sehen, das Risiko hat sich sogar ausgezahlt. Weil die da vorne alle mit sich selbst beschäftigt waren und gegeneinander und mich nicht auf dem Schirm hatten. Konnte ich hier schon hochfahren, den Marder eine drücken und schön das ganze holen. Da muss ich gleich mal drauf achten, wie viel Schaden mir das ganze insgesamt eingebracht hat. Weil ich habe ein Ergebnis gesehen, dass ich fast 20.000 Schaden zum Schluss hatte. Da rammt der mich noch. Bestimmt in der Hoffnung, dass er den Schlag kriegt und nicht ich. Aber hä, hä. Ach, und der Deckman hat mich dann rasiert. Ich konnte das ganze, glaube ich, aber noch setzen. Ja, natürlich konnte ich das setzen. Wieso meine ich denn nur eventuell so einen Quatsch? Ey, ich bin wieder so verwirrt heute. Leute, Leute, werdet nicht alt. Dann werdet ihr ganz komisch im Kopf. Ja, jetzt sieht man das Gunship kreisen. Ja, viel zu sehen gibt es hier gerade nicht. Und weiter geht's. Ich will mal direkt im Probieren. Ja, jetzt funktioniert auch die automatische Steuerung der Kanone, dass sie wieder mitzieht automatisch. Sehr schön. Brauchen wir jetzt gerade nicht, aber gleich vielleicht noch eben. Wobei so viel jetzt aber gar nicht mehr passiert. Ne? Die 6 holen wir uns in diesem Moment. Deswegen biege ich hier jetzt gleich ab. So, der Plan war einfach den Gegnern in den Rücken zu fallen. So ein bisschen, einfach ein bisschen rumballern, nerven. Und vielleicht sogar die 7 holen. Ah, man sieht, jetzt schon über 12.000 Schaden. Ja, das Gunship haut gut raus. Also das bringt eine ganze Menge Schaden dazu. Not bad, not bad. Ja, dann habe ich hier den Jungs ein bisschen den Tag versaut. Das Gute war, dass der Merkava MK3 mich überhaupt nicht bemerkt hat hier. Der dreht sich überhaupt nicht zu mir. Immer noch nicht. Ich glaube, der hat das echt nicht mitgekriegt. Na gut. So ein Pech ist mein Glück, ne? Und noch einen gedrückt. Oh, ist das nicht schön. Die Nachladezeit vom Deckman, die gefällt mir auch richtig gut mit der kleinen Kanone. Das ist ja jetzt die, jetzt, Moment, jetzt bin ich gerade... Das eine war nur 120 und das hier ist nur 105er, ne? Müsst ihr nochmal nachgucken. Ich habe es komplett vergessen. Aber auf jeden Fall hat ja zwei verschieden große vom Kaliber und ich habe die kleinere drin wegen der schnellen Nachladezeit und dem höheren Durchschlag.
Gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir die 7 noch kriegen. Stimmt, der Marder-Stürmer ist noch auf uns los. Ganz todesmutig. Mal ein bisschen rauszoomen hier. So. Und auch wieder, hätte tot sein müssen. Das Schild ploppt auf. Aber zum Glück haben wir jetzt alle im Flugzeug auf den Kopf gekriegt. Beziehungsweise die Fracht. Ja, und da ist die Runde auch schon quasi gegessen. Ich meine, den Vorsprung, den wir haben, den kann man ja nicht mehr aufholen. Oh ja, wir gucken jetzt nochmal. 19.075 Schaden. Ja, das meiste kam tatsächlich dann noch vom Gunship. Das lohnt sich ja richtig, denke ich gerade. Nicht schlecht. Sollte man viel öfters holen. Bringt immer lecker Punkte, sowas. Und jeder Schaden, den man mit dazu gerechnet kriegt, ohne dass man irgendwo zu campen steht, ist guter Schaden. Sag ich jetzt einfach mal so. Irgendwie merke ich gerade, dass meine Stimme abkackt. Ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Pfui Deivel, unter dem Sommer. Naja, die paar Minuten werde ich wohl noch schaffen. Und warum auch nicht mal ein bisschen heiser werden? Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ich glaube, die 7, die kriegen wir gar nicht mehr. Aber die brauchen wir auch nicht. Wie man sieht, oh doch, und der nächste Flugzeug. Auch von den Feinden geschmissen. Hätte er besser hierher schmeißen können, ne? War keine gute Idee von ihm. So, und damit die letzten 16 Punkte. Tickets meine ich. 7-0 gewonnen. Wir sehen uns gleich zum Ergebnis. So, und dann sind wir bei den Ergebnissen. Wie man sieht, hat sich's mal wieder richtig gelohnt. Und zwar haben wir 69.739 Erfahrungspunkte, 3,1 und ein bisschen Millionen Ingame-Credits und 67 Battle-Coins. Das ist gar nicht mal so übel. Fast 20.000. Feinde zerstört. Wunderbar. Ja, meine Crew ist endlich auf Level 4. Wunderbar. Hier habe ich noch eine Mission erledigt und da sammeln wir weiter für die, na, wie heißt sie, mehr Münzen benötigt Mission vom Battle Pass. Ja, hat auch wieder gereicht für eine Goldmedaille. Und Meisterschütze treffen mindestens 80% von 10 oder mehr Schüssen mit potenziell Schaden von mindestens 1000. Ja, habe ich wenig Munition verschwendet. Das gefällt. Gut, in den Teams. Ja, ich habe wieder ordentlich Klopspunkte abgesahnt. Also das merkt man dann schon. Speziell, wenn man dann als Achter oben steht und die Neuner eben weiter unten, hat man vieles richtig gemacht. Es kommt nicht nur, gut, ich habe jetzt natürlich viel Schaden, aber auch durchs Gunship, aber es kommt tatsächlich eben auch darauf an, dass man, ich habe es oft genug gesagt, Punkte holt, hält, verteidigt oder wieder einnimmt, wie auch immer man es nennen will, dann kann man in Globs richtig rocken. Gut, man sieht hier aber auch bei diesem Team, unser Team hat viele Spieler mit einigermaßen Globspunkte. Hier waren es dann nur 3, das heißt, der Rest hat sich nicht wirklich gekümmert. Darum war es eigentlich auch wieder eine Runde, die für unser Team relativ leicht war. Wenn die nicht richtig mitspielen, ist es für uns natürlich leichter, gegen anzustinken. Daher muss man gar nicht zu hoch bewerten, aber ich freue mich trotzdem immer über solche Runden, weil warum nicht? Ist doch schön, wenn man gewinnt. Ja, hier das Übliche, ne, die Zahlen. Ihr drückt auf Pause, wenn ihr es lesen wollt. Ich scrolle hier nochmal einmal runter und scrolle wieder hoch. Und klickt das dann weg. Jo, damit haben wir es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der Runde und dass euch die Information vom, von den kleinen Gewinnen, ja, obwohl die meisten, die den Battle Pass haben, haben es ja selber schon gesehen, aber vielleicht für einige, die noch mit einsteigen wollen, noch ist genug Zeit. Es ist noch über einen Monat, da kann man noch eine Menge holen. Vielleicht ist das ein oder andere ja für euch dabei. Jo, dann, wie immer, wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein Däumchen da. Ich bin erstmal weg und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Moin!